Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Heute arbeiten wir auf der energetischen Ebene ein Thema auf, das dich wahrscheinlich genauso betrifft wie viele andere, nämlich das lange Arbeiten am Computer und die damit verbundenen Nebenwirkungen, Beeinträchtigungen. Sei es jetzt Verspannungen durch die Haltung und das lange Sitzen, sei es die Augenleistung, trockene Augen und Probleme einfach mit dem Sehen auch. Also dass man diese ganzen Probleme, die quasi so diese Arbeit am PC mit sich bringt, dass man da mal eine Gegenschwingung aufstellt und das einmal ein bisschen harmonisiert. Man kann ja alles auf der energetischen Ebene sich anschauen und deshalb macht das da jetzt auch keinen Unterschied. In dem Sinne ist es jetzt natürlich keine Entstörung vom PC oder so, sondern es geht nur darum, dass ich diese Schwingungen und auch dieses zu viel ein bisschen so eindämme, dass ich besser damit umgehen kann. Und dann wünsche ich uns jetzt mal viel Freude und auch dir natürlich viel Freude bei der Meditation und ein gutes Gelingen. Schließ bitte einfach mal deine Augen und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und komm einfach mal zur Ruhe. Zur Ruhe kommen bedeutet, dich auf nichts im Außen zu konzentrieren, sondern ganz und absolut in deine Mitte, in deine Kraft, in deine Quelle hineinzutauchen, hineinzusinken. Und heute, wenn du zur Ruhe kommst, geht es darum, jeglichen Stress, jegliche Störenergien, die aufgrund der Arbeit am PC, am Computer entstehen, dass all diese negativen Beeinträchtigungen, Beeinflussungen gelöst werden und sich harmonisieren. Und du fühlst jetzt einfach mal in dich rein und sagst mal, okay, wo beeinträchtigt dich, auf welcher Ebene bist du am meisten beeinträchtigt durch die Arbeit am Computer? Sind es deine Augen? Ist es eine Verspannung von der Haltung her? Wo bist du am meisten beeinträchtigt durch deine Arbeit am PC, am Computer? Ist es vielleicht Stress oder Nervosität, eine gewisse Unruhe? Du kannst dich jetzt einfach mal darauf fokussieren, wenn du sagst, naja, vielleicht ist es auch eine Mischung von allem, was ich aufgezählt habe. Vielleicht ist es ganz etwas anderes. Aber fokussiere dich jetzt einfach mal so auf diese Punkte, wo du das Gefühl hast, dass sie eben durch die starke Bildschirmarbeit, Computerarbeit entstehen. Und das Erste, was nun bereitgestellt wird, die erste Heilungsfrequenz, die jetzt in dich einfließen kann und darf, ist die Entspannung deines Nervensystems. Das bedeutet, überreizte Nervenenden, das gesamte Nervensystem deines Körpers wird nun gereinigt. Und du spürst mal, wie harmonisierendes, strahlend goldenes Licht durch deine unzähligen Nervenbahnen fließt
und jegliche Überenergie, Überlastung deines Nervensystems gereinigt wird. Die Nerven deiner rechten Körperhälfte und die Nervenenden und Nervenbahnen deiner linken Körperhälfte reinigen sich, gleichen sich an und du wirst ruhiger, zufriedener und entspannter und spürst, wie der Überdruck, der durch die PC-Arbeit entstanden ist, aus deinem System abfließt. Dein Nervensystem wird weiter gereinigt und energetisiert. Und während das passiert, wird bereits das nächste große System, das beeinträchtigt wird durch die PC-Arbeit, durch die Computerarbeit, von der geistigen Welt gereinigt, transformiert, behütet und geschützt. Und das ist dein Hormonsystem. Alle deine Hormone, dein gesamtes System, deine Drüsen werden nun harmonisiert und synchronisiert, werden in die höchstmögliche Ordnung gebracht, sodass diese absolut harmonisch in deinem Leben wirken können. Jegliche Überlastung, Erschöpfung oder Müdigkeit deines Hormonsystems darf jetzt gehen, darf dich jetzt verlassen. Und du spürst, wie sich diese zarte Energie eines heilen Hormonsystems, deines heilen Hormonsystems sich auf dich einwirkt, wie es dich beruhigt, wie es dich belebt. Und du erlaubst jetzt der geistigen Welt, dass diese einen Schutzmantel um dein Hormonsystem umlegt. Dein Hormonsystem wird nun entstört, harmonisiert und bleibt ganz klar und versorgt dich mit der optimalen Kombination aller Hormone. Atme mal tief ein und wieder aus. Und nach diesen beiden großen Systemen, dem Nervensystem und deinem Hormonsystem, aktiviert sich nun deine Selbstheilungskraft. Die Selbstheilungskraft liegt auf der Höhe deines Herzens und du nimmst wahr, wie sich ein grünes, verständnisvolles Licht ausbreitet, wo ganz viel Ruhe, Frieden, Klarheit und Zufriedenheit in dich einfließen. Und du spürst, dass du nun heil sein darfst und heil sein kannst. Du empfängst nun die Gnade der Selbstheilung, der Heilung. Und in dieser Gnade lösen sich jetzt Verspannungen. Atme noch mal tief ein und wieder aus. Du spürst nun, wie deine Selbstheilungskräfte dich öffnen,
wie ganz viel frische Energie durch dich hindurchfließt, wie alte Verklebungen und Verspannungen, vor allem im Schulter-Nackenbereich, wie sich diese Verklebungen, Verspannungen lösen und wie deine Selbstheilungskräfte immer mehr und mehr einsetzen. Atme mal tief ein und wieder aus und erlaube, dass sich die Selbstheilung wirklich in jede Phase, in jeden Aspekt deines Daseins ausweitet. Schulterverspannungen, Nackenverspannungen, Kreuzbeschwerden, all das darf sich jetzt ausrichten, korrigieren. Und innere Verklebungen und Verspannungen lösen sich nun. Sehr gut. Sehr gut. Und diese Selbstheilungskräfte spürst du jetzt richtig, wie du dich aufrichtest, wie sich die Verspannungen alle lösen, wie deine Muskeln eine neue Geschmeidigkeit bekommen und auch wie der Hals flexibler wird, weicher wird. Und du erlaubst dir jetzt die Selbstheilungskräfte, du spürst, dass Heilung fließt, du spürst, dass du weicher und flexibler geworden bist und du spürst, dass sich schon viele negative Beeinflussungen, die aus der PC-Arbeit entstanden sind, sich aus deinem System gelöst haben. Und nun kommen wir zu deinem Gehirn und deinen Augen inklusive Sehnerv. Vor allem werden nun deine Augen mal voller Hingabe und Liebe eingehüllt. Also deine Augen hüllen sich jetzt mal in bedingungslose Liebe, in Weichheit, in Hingabe. Und du spürst, dass dadurch eine neue Kraft, eine neue Fernsicht entsteht. Und ganz andere Wahrnehmungsmöglichkeiten entstehen. Der Schleier wird von deinen Augen genommen und du wirst klarer sehen und bewusster sein. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Sehr gut. Und die Entspannung deiner Augen setzt sich nun durch den Sehnerv fort. Also deine Augen werden jetzt innen und außen energetisch gereinigt, optimal befeuchtet und sämtliche Engen, Ängstlichkeiten, Unsicherheiten werden nun transformiert.
Du spürst nun, dass deine Augen unangestrengter sind, klarer sind. Und du erlaubst dir jetzt auch, deinen Sehnerv durchzuputzen. Und das Durchputzen des Sehnerves bringt dir mehr Entspannung rein. Und du merkst, dass deine Augen überbeansprucht sind, müde sind. Und diese Müdigkeit, diese Überbeanspruchung wird nun gelöst. Atme mal tief ein und wieder aus. Und nun spürst du, wie Heilung durch deine Augen läuft, durch den Sehnerv läuft, wie sich dieser Bereich in deinem Schädel entspannt. Und nun geht die Reise noch zum Gehör, dass du nämlich diese Heilung, diese Selbstheilung auch in das Bereich, in den Bereich deiner Ohren schickst, dass diese sich ausgleichen und reinigen und sich auf das Höchste einstellen. Atme nun tief ein und wieder aus und spüre, wie jeglicher Druck, jegliche Überbelastung, jeglicher Stress, der aufgrund der erhöhten PC-Arbeit entsteht, nun dein System verlässt. Und nun werden noch Anti-Störfrequenzen energetisch manifestiert. Das sind einfach so Schutzsymbole, Schutzsender gegen die Streuwirkung, die negativste Wirkung deines Computers. Atme nun tief ein und wieder aus und spüre, wie strahlendes weißes Licht von deinem Kronenchakra, Stirnchakra aus hinunter in deinen Körper fließt. Und du spürst nun, wie die Gegenschwingung zum PC etabliert wurde, wie du freier bist, leichter bist. Und du spürst nun, dass sich auch dein Gehirn auf eine kreative Art und Weise wieder öffnet. Du spürst, wie neue Inspiration durch dich hindurchfließt und wie das alte, angestrengte, verspannte dein System verlässt. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt, wie dein Bewusstsein sich eindeutig über das deines PCs, die Einschränkungen des Arbeitsplatzes erhebt. Und wie du einfach größer wirst, klarer wirst. Und du spürst, dass du dein Arbeitsgerät, deinen PC jederzeit benutzen kannst, aber immer energetisch über deinem PC schwingst. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und bedanke dich jetzt bei deinen geistigen Helfern und Führern,
für diese Arbeit, für diese Unterstützung, für das Lösen dieser PC-Nebenwirkungen. Und streck dich mal durch. Bewege deinen Körper und komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Öffne deine Augen und fühl dich klar und entspannt. Ja, das war mal so eine energetische Heilreise für so PC-Nebenwirkungen. Wie hast du es gefunden? Was hat sich bei dir getan? Ich bin gespannt. Und vielleicht lässt du mir einen Daumen hoch da oder abonnierst den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Dein Oliver Ereny aus dem wunderschönen Linz. Alles Liebe.